Oh, wir haben Kondompflicht. Mein Gott. Oh, rote Lampe sehe ich hier. Gruselig irgendwie. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne, willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich habe heute jemanden dabei. Das ist Nummer 9. Ja, es steht jetzt gerade ein bisschen schlecht, aber ihr werdet ihn kennen. Ihr werdet ihn kennen. Woher kennt man dich? Von YouTube unter anderem. Herr Newstime macht eigentlich viel News und heute ist er erst einmal dabei und guckt jetzt mal, wie so Lost Place funktioniert. Ja, eine wirkliche Premiere auch für mich. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in einem Lost Place. Okay. Und ich freue mich auch hier dabei sein zu dürfen und das auch mal hier mit dir zu dokumentieren, was hier losgeht. Und da habe ich, glaube ich, dich als guten Experten auch hier direkt vor Ort. Ich hoffe, ich gucke jetzt mal. Herzlich willkommen. Es geht los. Thomas ist auch mit am Start heute. Jawohl. Und wir sind hier an einem ehemaligen Freudenhaus Puff Sauna Club, den es 30 oder 40 Jahre tatsächlich gab und der dann anschließend dicht gemacht wurde, beziehungsweise ihr seht es auf und nie wieder eröffnet hat. Also der Eigentümer, der wollte es eigentlich komplett in sauberen Tüchern haben und hat dann gesagt, pass auf, wir müssen eine offizielle Nutzungsänderung beantragen und dann hat die Stadt gesagt, nein, sie kriegen das nicht durch, Brandschutz, es geht gar nicht und dann hat man dieses Freudenhaus halt einfach verlassen und es ist vom Geruch her schon, ich habe da schon in einigen Freudenhäusern Aufkleber aufgeklebt, es riecht auf jeden Fall schon krass danach. Oh, we have Kondompflicht, we have Kondom Duty. Mein Gott, ey, eine Table Dance Stange. Ja. Und die hält auch, oh, ich pack die an, ey. Wer weiß, wer da alles so angetouched hat. Hier haben wir so die ersten Zimmer. Klassisch, ne? Also da ist jetzt nicht viel drin. Das Bett ist selbst gebaut irgendwie, mit Laminat verkleidet. Boah, es mieft aber auf jeden Fall hier irgendwie drin. Ich glaube, teilweise ist es ja bei so Freudenhäusern so, dass wenn man so ein Objekt hat, dann werden die Zimmer unterschiedlich noch vermietet. Das heißt, es gibt einen Eigentümer, der dem das Gebäude gehört und dann kann man diese Zimmer unterschiedlich mieten wie ein Auto bei Autovermietung. Ja, auch wieder klassisches Raum. Abtei. Aber Klimaanlage, guck mal, Klimaanlage ist da, on fleek. Hier ist noch irgendwie eine Creme. Gegen, lass mich raten, Pflaumenpilz. Ich weiß es nicht, was ist denn das? Clotrimazol? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Crema steht auf jeden Fall drauf, ist kein deutsches Produkt. Ich würde sagen, irgendwo, Romania steht auch drin. Dann würde ich sagen, Klientel, durchaus auch Rumänien. Ist ja gerne so, dass die Leute aus dem Osten dann hier vorbeikommen und sich anbieten. So, was haben wir hier? Tresen erstmal. Ja. Sky Bundesliga gab es hier. Digitürk Fußball und Erotik. Drei Kanäle waren hier hinter irgendwann mal verfügbar. Digitürk. Nichts vergessen, ne? Digitürk. Ja, habe ich doch gesagt, Digitürk. Ja. Was denn sonst? Digitaltürk dann, oder? Das geht auch. Ja, denke ich mal. Fußball halt, ne? Ganz Fußball, normal. Ja. Es macht Digitürk, ist sowas wie Sky halt nur speziell auf Fußball, türkischen Markt spezialisiert. Türkischen Markt? Und würde ich jetzt sagen, Digitürk wird jetzt, macht jetzt Sinn. Salz ist auch dabei, um Salz die Wunde zu streuen. Überall liegen hier Kondome rum. Ja. Fünfer, wenn du den ableckst. Bäh. Ein paar Gags müssen drin sein in diesem Video. Oh, eklig. Was ist denn so dein Eindruck, so dein erster Eindruck hier? Ich bin erstmal überwältigt, weil erstmal die Tür war auf und was hier alles noch rumliegt. Und wann sagtest du, wurde das hier vermutlich geschlossen, der ganze Laden? In diesem Jahr, und zwar im Juni. Es ist, ich muss mal die Kamera abstellen, es ist noch gar nicht so lange zu. Anfangs, wie gesagt, hieß es, also den gab es 30 Jahre, über 30 genau. Jahre gab es dieses Ding hier. Es war früher mal eine Villa von einem Karosseriezulieferer, der hier ein Gelände hatte. Hinter, gibt es hier noch einen Sportplatz noch oder so? Nee, hinter ist aber noch die alte Fabrik. Gebäude, sind die noch die da? Gebäude sind genau, da. Also werden aber anderweitig genutzt. Genau, und damals war hier halt die Villa von diesem Eigentümer. Der hat das irgendwann aufgegeben, weil die Karosseriewerkstatt Insolvenz angemeldet hat. Die Karosseriebetrieb, Zulieferer, wie auch immer man das schimpfen darf. Und dann kam hier ein Freudenhaus rein, aber ohne offizielle Genehmigung. Dieses Gebäude war immer ein Wohnhaus. Und dann kam über Nacht entstand hier ein Puff. So, und der Puff war dann da und die Stadt hat das erstmal toleriert. So, es ist eine lange Zeit. Ja, genau, fast 30 Jahre jetzt. Und dann ist nie was passiert, nicht großartige Sachen, die hier vor Ort für Aufsehen gesorgt haben. Und dann hat der Eigentümer, glaube ich, Nutzungsänderung beantragt, weil er alles irgendwie safe haben wollte und er wollte halt auch mit dem Gesetz im Reinen sein. Und dann hat die Stadt gesagt, nö, tschüss. Ab jetzt und dann nicht mehr.
wurde die Bude ganz schnell dicht gemacht, sofort, wegen den Brandschutzverordnungen, weil die haben sich natürlich auch in 30 Jahren verändert. Ich glaube, nach dem Riesendrama damals im Düsseldorfer Flughafen wurde der Brandschutz so hart angezogen, dass man jetzt gesagt hat, das Ding ist als Wohnhaus in Ordnung, aber nicht als Gurke. Also ich müsste mich jetzt mal als Freier hier hineinversetzen. Ich versuche ja immer in solchen Orten dann auch die Person anzunehmen, die dann hier reingeht. Ich komme dann jetzt als Freier hier rein. Erstmal würde ich ja geduckt reinkommen, weil meine Frau nicht wissen darf, dass ich hier drin bin. So, dann würde ich an der Theke sein und mir vielleicht erstmal eine Cola bestellen. Und dann habe ich ja da hinten diese komischen Couches. Was ist es? Sofa-Garnituren. Hier vorne im Wartebereich sitzen auch schon die Damen und sobald ich dann hier reinkomme, schlingen die sich erstmal um mich rum. Hey! Mäuschen! Zack, sofort Uhr weg. Das ist ja der erste. Uhr ist schon mal weg. Genau. Geld ist auch schon mal weg, weil die Bankkarte, die ist vorne am Automat und macht den Automat gerade leer. Falls du nicht das andere alles abgeben möchtest, haben sie hier Schließfächer. Tatsächlich. Also das schmeißt du dann da rein und dann, ich weiß nicht, es gibt ja auch diese Flatrate-Puffs. Flatrate-Gurken. Boah, das weiß ich. Da fliegen dir nicht fünf grüne Gurken um Ohren, sondern da kannst du dann quasi von Dame zu Dame gehen. Du gehst dann hier rein, da kommt dann der Typ da mit der ersten Dame raus, die Dame macht sie in der Zwischenzeit frisch und dann geht der Typ halt hin zu der nächsten, haut er auf den Hintern und nimmt die mit. So, und dann machst du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, ziehst du da acht Damen an einem Arm durch und dann kommst du nach Hause zu deiner Familie und sagst, heute war ein anstrengender Tag. Na, ich weiß nicht. Keine Vorurteile, Leute. Wir haben den Saunaclub. Da ist er. Das ist es. Dafür sind wir hier. Aber in der Sauna warst du schon mal, oder? Ja, vor Jahren einmal. Aber wenn du hier reinkommst, riechst du sofort, es ist Sauna. Ja. Es riecht halt immer noch auch nach Holz und nach Sauna. Der Ofen stand höchstwahrscheinlich mal hier, der Aufgussofen. Der hat so viel aufgegossen, dass das Holz hier auch schon mitgegossen ist. Ja, das war dann halt, ne? Ich find's krass, dass das Holz immer noch so riecht, wie es riecht. Riecht und es riecht nach Holz. Das Holz, das nimmt das ja auch auf, ne? Ja. Es riecht, ich weiß nicht, wie kann man also das beschreiben, für Leute, die noch nie in der Sauna waren? Es riecht nach Holz, es riecht wie in einer Gartenhütte. Ich finde es ein bisschen krasser. So. Ja, es ist der Geruch ist so ein bisschen salziger, finde ich. Also ich glaube, durch diesen Aufguss auch und die Körperschweiß und so riecht es halt so, wie eine Sauna riecht. Vielleicht waren einige von euch noch nie in der Sauna und für die Leute, die wissen, wie eine Sauna riecht, die wissen, wie eine Sauna riecht, ja. Unglaublich, wie viel Visitenkarten und Kondome hier unten rumliegen. Ja, überall vor allem mit der Adresse drauf. Ich bin ja schon fast wie eine Zeitung, weil viele Leute regen sich auf, du darfst keinen Ort nennen oder nichts zeigen. Aber das Problem ist, was soll ich dann zeigen, wenn ich wirklich euch gar nichts mehr zeigen dürfte? Müsste ich mich hier hinstellen und jetzt alles verpixeln, könnt ihr nichts mehr zeigen. Das ist halt einfach, das Problem ist, so ein Ort, es gibt immer jemanden, der was kennt. Und du kannst so einen Ort nicht verstecken. Du gibst dir Mühe, nicht direkt den Namen zu sagen in so einem Video. Du hältst es geheim und dann kommt die Stadt mit einem Zeitungsartikel um die Ecke und sagt, das Haus an der Musterstraße, so und so. Ich kann vorne bis zu den Autos gucken. Auf der Straße wieder langfahren. So, und wenn man so fahrlässig mit einem Gebäude umgeht, dann muss man sich nicht wundern, dass wir uns das Ding auch mal angucken. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal da runter. Ist das die Glücksspielabteilung? Ja, wenn ihr Puffgänger seid, könnt ihr mir jetzt natürlich sagen, wie das hier abläuft. Aber ich denke mal, so wie ich das erzählt habe, war das schon genau so. So wird es abgelaufen sein. Der Boden klebt ja auch, das ist irgendwie eklig. Jetzt kommst du in den Bereich Glücksspiel oder wie läuft das? Waschmaschinen ohne Ende standen hier. Sachen wurden gewaschen, deswegen haben wir auch die Abläufe hier oben. Die Abluft, die auch irgendwie mit einer roten Konsistenz hier versehen sind. Aber gut, egal. Hauptsache, das Ding wird abgezogen. Matratzenüberzüge und jede Menge Visitenkarten. Wie lief das aber, ne? Das ist nicht so cool. Extrem. Kalender von? Weiß man nicht, ne? Brauchst du Visitenkarten? Alles voll? Alles voll. Warum sind die nur einseitig? Ne, die wirken nur so einseitig. Mein Gott, ey. Wahnsinn. Traurig, ne? Du betreibst 30 Jahre ein Gewerbe und dann ist es irgendwann einfach vorbei. Weil wieder irgendein doofes Gesetz in diesem Land gesagt hat, nein. Finde. Der Kühlschrank läuft noch. Der läuft noch. Ja, hier ist noch Strom drauf. Das ist auch eiskalt. So ein Riesending. Also der Kühlschrank ist eiskalt. Interessant ist, dass hier drauf steht, keine Getränke. Ist das für euch Premiere, dass mal Strom da ist? Hattet ihr das schon mal? Nein. Tatsächlich nicht. Nee, also du hast oft solche Dinger, die Strom haben. Und die Frage ist halt immer, wer zahlt den Strom? So, okay, also wir haben jetzt hier nochmal. Ich glaube, das ist für die Angestellten gewesen, dass die ihre private. Hier konnten die sich fertig machen. Oh. Duschen. Und die sehen gar nicht so schlecht aus. Also groß gefliest, große Fliesen dran, ist schon was Moderneres.
Machen wir den Test. Oh. Jetzt kannst du auch nochmal den Boiler hier zeigen. Boah. Ja. Man muss sich auch fragen, warum machen das ja die Frauen? Also ich glaube, viele machen das nicht ganz freiwillig, jetzt nicht zwingend, dass sie dazu körperlich oder so gezwungen werden, sondern auch wegen Geldnot oder so, und da fehlt dann die Perspektive. Also das ist ja teilweise so, also sehr verhältnismäßig viel Geld beizustellen. Ja, du siehst ja jetzt zum Beispiel, wir haben sehr viele ausländische Namen. Das heißt, denen wird offeriert, ey, du kannst nach Deutschland und du hast ein heiles Leben, und dann kommen die in Deutschland an und das Erste, was passiert, die werden in so einen Puff hier gebracht, um Geld zu verdienen, und die haben halt keine andere Möglichkeit, weil die weder Deutsch sprechen können noch irgendwas anderes können. Die kommen halt hier auch nicht mehr weg. So, denen wird offeriert, ey, wenn du da hingehst, oder nach Deutschland gehst, dann wird das alles total toll und du hast eine Perspektive und du kannst machen, was du willst. Das Land hat 1000 Möglichkeiten, und in Wirklichkeit stecken die dich hier rein und dann musst du hier Geld verdienen. Und du kommst aus der Nummer auch nicht mehr raus, weil du musst ja Geld verdienen, um dir vielleicht irgendwann wieder ein Rückticket zu holen. Und dann hast du vielleicht noch einen Zuhälter dabei, der dann sagt, nee, ich kriege jetzt so und so viel Anteil noch. Und die Zuhälter, die sind ja auch nicht blöd, die spielen das Spiel immer höher und immer höher. Und dann kommst du nie auf deinen Nenner, um jemals wieder zurückzukommen, geschweige denn ein anderes Gewerbe auszuüben. Kann man dieses Bordell hier irgendwie einschätzen? Das würde ich jetzt so augenscheinlich sagen, das ist jetzt nichts Gehobenes, so, oder? Ich würde sagen, einmal Harry reinhalt, rausgehen, das war's. Ja. Weiß ich nicht, aber es spricht ja auch dafür, dass dieses Objekt sich 30 Jahre gehalten hat, über 30 Jahre. Also ich glaube nicht, dass hier irgendwelche bösen Zuhälter-Szenen geschoben wurden. Das macht keinen Sinn für mich. Also ich glaube, das gehört schon zu einem seriösen Bereich, ne? Hier ist eine Fußbodenheizung sogar, sehe ich gerade. Durch den Boden, guck dir mal an, hier sind die Linien. Also natürlich, klar, ist nicht das Schönste, aber ich sag mal gerade, im Sexgewerbe geht es halt darum, wirklich den Harry irgendwo reinstecken zu müssen, schnell. Da ist es egal, wie das aussieht von außen. Ich weiß, Leute, heute sind wirklich viel, viel, viel mehr Informationen dabei als sonst in den Videos, weil es liegt einfach daran, dass der liebe Herr Newstime ja seine erste Reportage dreht und ich ihm zwischendurch auch nochmal so ein paar Fragen beantworten will, warum, weshalb, wieso ich Lost Place mache. Oh Gott. Oh, das riecht aber gut. Was ist denn das? Das ist so irgendwas mit Kokos, so Gleitmittel oder was? Body Butter. Boah, die riecht aber gut, ey. Oh ja. Oder? Extrem nach Kokos, ne? Ja gut, schlecht riecht das jetzt nicht. Kann ich nicht. Nee, ich also jetzt nicht aufschmieren. Boah, was ist denn das für eine Marke? Dürfen wir jetzt natürlich nicht nennen, keine Namensnennung. Sonst müssen wir dafür Werbung machen, aber ist auch schon wieder nicht Deutsch. Riecht auf jeden Fall geil. Finde ich gut. Gibt auch andere tolle Leben wie Rossmann. Gibt es? Oh, scheiße, ey. Ja, Doppelbettzimmer. Hier ging richtig die Luzi. Ne? Hier konntest du direkt zwei Damen mit rübernehmen. Wahnsinn, ey. Oh, rote Lampe sehe ich hier. Wir gehen immer tiefer rein in das Geschehen. Ja, hier hast du wieder so ein komisches Laminatbett. Auch sehr klein, ne? Weil das ist halt wirklich... Vor allem, guck mal hier oben, das Ding ist gar nicht zu, die Decke hier. Jo. Das ist so. Das heißt, hier hinter wirst du durchgeflext und du hörst halt einfach komplett. Das wär, also ich habe eine viel höhere Schamgrenze. Masseur. Masseur, Masseur. Was verbirgt sich hier? Aha. Also Masseur sieht für mich anders aus als eine Heizungsanlage. Oh, der hat einen Heizungsraum gefunden. Ja, vor allem. Weiß ich nicht. Macht gar keinen Sinn für mich gerade. Hier steht Masseur. Ist auch alles irgendwie pink gestrichen, aber du stehst aber jetzt. Aber wenn du mal schaust, hier. Guck mal, da ist was. Nicht, dass hier so ein Brett so rüber war. Ja, aber das ist doch. Das ist aber mal ehrlich. Wenn das Ding ein halbes Jahr zu ist, dass du die absteige jetzt hier. Es ist halt ohne Licht auch ein bisschen spektakulärer, finde ich gerade. So mit den roten Lampen, die hier noch leuchten. Ne? Guck dir das mal an. Gruselig irgendwie. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr solche Häuser schon mal besucht habt oder nicht. Oder doch oder nicht. Es sieht halt auf jeden Fall fast überall identisch aus. Hier haben wir wieder so eine Spiegelwand. Hier liegt ein BH noch. Ja, hier liegt ein BH. Guckt euch das an, Leute. Steigert das denn die Lust dann, wenn du da im Bett liegst, mit der Dame irgendwie hier auf dem Bett verbringst? Und dann in dem Spiegel dich selber siehst, ist das dann so, dass du dann sagst, ich bin so ein geiler Typ und deine Fantasien steigen ins Unermessliche? Ich weiß es nicht, also ich bin nicht so einer. Für den Fetisch ist das hier natürlich ideal geeignet. Ja, ich hänge lieber an eine Wand irgendwie, an Lack- und Ledersessel oder so. Nein, Quatsch. Ja. Also hier ist noch so eine
Alles noch vorhanden. Auch relativ sauber. Aber der Boiler hier, das ist halt auch so ein Horror-Boiler, ne? Boah. So, Leute, ich würde sagen, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch mit diesem kleinen, aber feinen Video. Kommt hier noch irgendwas? Wir können jetzt hier wieder die Treppe hochgehen. Da müssten wir eigentlich am Ausgang stehen, ne? Ja. Ja, ich geh mal hoch her, ich guck mal, was hier passiert. Wir sind gerade an diesem Abgang hier vorbeigelaufen, stehen jetzt vorne wieder an diesem Eingang. Und dann sind wir da wieder draußen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet jetzt mal wieder Spaß, ein etwas ausführlicheres Lost Place zu sehen. Danke, dass du dabei warst. Ja, wann kommt dein Ding bei dir online? Muss ich gucken, weil das ist auch für mich ganz neu, so eine kurze Reportage zu machen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall sau interessant, sich mal mit dieser Szene zu beschäftigen. Ist ja auch so eine Nische, würde ich sagen. Also gehst du bald her, Lost Place? Ja, mal gucken. Das hat natürlich irgendwo vielleicht seinen gewissen Charme. Was reizt dich denn so ganz besonders an diesen Lost Place? Diesen, ja, bist du dazu gekommen? Ich wollte das Ding abmoderieren und du stellst jetzt wieder eine Frage. Das ist ja, weil du News machst wahrscheinlich. Ja, es ist so furchtbar. Weiß ich nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe irgendwann mal halt so ein verlasstes Krankenhaus gesehen und das war halt spannend. Es war halt ein verlasstes Krankenhaus oder ein Geisterhaus. Sondern bin ich da irgendwie reingerutscht. Ich habe das erste Video hochgeladen bei mir auf YouTube. Es war das schlechteste Video aller Zeiten. Da sind auch Flaschen geflogen oder irgendwelche Briefkästen explodiert. Ja, aber mit der Zeit wachsen deine Herausforderungen und deine Erfahrung wächst auch. Hier wird eine Whiskyflasche stehen. So, und früher wäre ich jetzt vor 5 Jahren hier reingekommen, hätte ich die Whiskyflasche genommen und auch irgendwo gegengeworfen. Weil so war ich anfangs mal, weil man diese Orte nicht respektiert. Und das ist auch vollkommen okay, wenn ich das jetzt sage, weil es werden viele von euch auch so tun, aber hört mal genau zu. So, und diese Whiskyflasche hätte vielleicht wichtig sein können für diesen Ort. Du bist in einem Wohnhaus und da stehen Whiskyflaschen und jeder kloppt eine Whiskyflasche kaputt. So, du kommst irgendwann da rein und kannst halt nicht mehr wissen, was ist hier passiert. So, wärst du aber da reingekommen und keiner hätte diese Whiskyflaschen angerührt, dann hätte es durchaus sein können, dass diese Whiskyflaschen eine Aussage dafür gewesen wären, wie diese Person hier gelebt hätte. So, ja, also, danke. Es war mir eine Ehre, dabei zu sein. Danke, dass du dabei warst. Genau, wir haben unsere Studios auch quasi nur 4 Kilometer Luftlinie entfernt. Ja. Sehen uns relativ selten, weil er macht halt News, ich mache halt viel Real Life, Blaulicht und so ein Kram. Und vielleicht wird in Zukunft nochmal was kommen. Wir schauen einfach mal. In jedem Fall hatten wir heute eine wunderbare Überschneidung. Du hattest quasi dein erstes Mal im Puff. Im Puff, ja. Kann man sagen. Sogar in einem ganz besonderen. Und dann noch mit dir zusammen. Ja, auch traumhaft. Ja. Genau, ja, folgt seinem Kanal, wenn ihr dem noch nicht folgt. Also da kommen die aktuellsten News der YouTuber wahrscheinlich jetzt auch. It's Marvin war im Puff. Ne? Dun dun. Aber, ja, und dem Marvin natürlich auch, solltet ihr noch nicht folgen, aber immer auf jeden Fall könnt ihr gerne ein Abo da lassen und wir sehen uns im nächsten Video. Lost Place wird ein bisschen weniger kommen, ja, aber es hat halt auch alles was mit dem Umzug zu tun und ein bisschen Umstrukturierung. Aber genau, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns in dem nächsten Video, wenn es wieder heißt Hellsonne und Dunkeln oder ein bisschen Blau-Real-Life und der ganze Kram kommt. Ciao!